Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder CLS-Computer mit dem Gaming-PC Intel Core i5 14600KF RTX 4070 Super für 1499 Euro, runtergesetzt von 1931 Euro. Das System wurde bei uns reingepostet in den Videovorschläge-Kanal von Kiki Erpel und da schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Also das Gehäuse, das stimmt natürlich. Die Wasserkühlung, hier wird eine 360er gezeigt, es ist eigentlich eine 240er. Bei der Grafikkarte kann man sich nicht so festlegen, weil da steht halt einfach kein Hersteller dabei. Das kann eine MSI sein, eine Zotac, eine Palette, wie sie alle heißen. Das Mainboard passt auch nicht so ganz, aber es kommt irgendwo hin. Die RAM-Riegel, die hier gezeigt werden, das scheinen diese Trident Set zu sein. Hier ist Corsair verbaut, die sind aber auch beleuchtet, wer da jetzt Wert drauf legt. Deswegen ist nicht ganz so schlimm, aber es stimmt halt nicht zu 100%. Das Gehäuse ist das MSI MacForge 320R Airflow Glasfenster. Das Gehäuse hatten wir jetzt vor kurzem schon mal gesehen. Das war in der Alternative von Systemtreff drin zu dem PCHM-PC, den wir uns angeguckt hatten, weil bei PCHM das Gehäuse sah Airflow-technisch nicht so toll aus. Ich habe es mir mittlerweile bestellt, es steht hier, ich werde es testen, was ein Airflow angeht. Und Systemtreff will mir das auch noch schicken, das kann ich dann sogar irgendwie verlosen, haben sie gesagt. Einfach nur mal einen Airflow-Test zu machen, Meshfront gegen eben nicht Meshfront. Das hier hat jetzt natürlich eine. Es sind auch 320 mm Lüfter in der Front vorinstalliert, ARGB beleuchtet und auch einer im Heck ARGB beleuchtet. Auf dem Bild eben waren auch noch zwei unten zu sehen, die sind dementsprechend auch nicht mit dabei. Aber ich denke, das wird schon gut funktionieren, weil halt Meshfront und vier Lüfter vorinstalliert plus die Wasserkühlung, die noch reinkommt. Mal ganz davon ab sieht man hier auch Radiatorgrößen, also man kann bis zu einer 240er vorne oder eine 360er oben einbauen. Hier ist eine 240er dabei, die werden sie aber wahrscheinlich nach oben bauen, weil vorne halt schon die Lüfter drin sind, warum sollten sie die abschrauben, ne? Und das kostet 69 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 14600KF. Der hat 14 Kerne, 20 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings im Turbo 181 Watt reinschrauben. Sehr wahrscheinlich, ich habe es selber jetzt noch nicht getestet, aber wenn ihr dem Volllast gebt und ungebändigt laufen lasst, locker 200 Watt, wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen ist das mit der 240er AIO so ein Thema, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ansonsten unterstützt der DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS, wie immer bei Intel. Könnt ihr ganz easy schneller laufen lassen, also unter DDR5 ganz locker 6000, 6400, 6800. Hier ist sogar 6000 damit drin. Zeige ich gleich noch. Ansonsten ist der Prozessor gut geeignet zum Zocken, zum Streamen und so weiter. Ich würde persönlich wegen der Effizienz im Moment auf AMD gehen. 7800X3D oder so. Aber viele wollen auch mal ein Intel-System haben. Hier habt ihr eins. Und der kostet 279,52 € bei 0% Shop, Notebooks billiger, Amazon und so weiter. Die Wasserkühlung, wie eben schon angesprochen, ist eine MSI Mac Core Liquid M240 Schwarz 240 mm. Ich hatte vor circa 2-3 Jahren halt das Thema, dass die Core Liquid Serie fehlerbehaftet war. Das wurde auch in sämtlichen Videos auseinandergepflückt, auch von Zenchili unter anderem. Ich glaube, Roman der Bauer, der hat das auch gemacht. Ich weiß nicht, wie es mit der neuen Serie ist. Ich sage jetzt einfach mal, ist okay qualitativ. Ich konnte sie selber auch noch nicht testen. Ich weiß nicht, ob die Pumpe laut ist, die Lüfter laut ist oder sonst irgendwas. Ich sehe jetzt hier nur eine 240er Wasserkühlung mit 3 Jahren Garantie, was ich ein bisschen wenig finde für eine Wasserkühlung. Aber gut, auf die 3 Jahre könnt ihr euch zumindest verlassen. Ob ich persönlich eine 240er nehmen würde, um diesen Prozessor zu kühlen, gerade wenn der jetzt ungebändigt läuft, weiß ich nicht. Wenn der nach PL1 und PL2 eingestellt wird mit maximal 181 Watt, wird das noch irgendwo funktionieren, gerade im Gaming, kein Thema. Ich hätte aber auch eine 360er genommen, einfach nur, weil es passt halt ins Gehäuse und sieht dann besser aus. Und ihr hättet halt mehr Kühlleistung, ne, klare Sache. Aber so sage ich erstmal, okay. Und die kostet 80,90 Euro bei ComputerUniverse.net und Cyberport. Auch Mindfactory ist heute mal teurer. Naja, gut. Das Mainboard ist ein MSI B760 Gaming plus Wi-Fi. Also erstmal der B760-Chipsatz, ja, es geht besser, es passt aber irgendwo noch rein, gerade bei so einem System für den Preis. Ist jetzt kein RAM-Sport. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, diesen Slot könnt ihr definitiv nicht mehr benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt, aber ihr habt noch 3 weitere Slots für eine Capture Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1, Netzwerkanschluss, USB Typ C ist auch mit am Start. Die Onboard-Grafik habe ich eben nicht erwähnt, es ist ja ein KF-Prozessor, die könnt ihr leider nicht benutzen, ihr zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte. Wäre es jetzt ein K-Prozessor gewesen, hätte man halt das Bild darüber ziehen können, falls die Grafikkarte mal abnuckelt, aber so ist es jetzt leider und den PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ausstattungstechnisch mit insgesamt 7 USB-Ports,
müsst ihr selber wissen, ob ihr damit klarkommt. Es gibt bessere Boards, aber das System kostet halt 1,5 und da kann man sagen, ja, kann man irgendwo machen. Es ist kein MicroATX Billo Board oder so, sondern ist schon okay. Und das kostet 144,40 € bei Mindfactory. Na, guck mal, jetzt ist Notebooks billiger, wieder ein Cent teurer. Naja, der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM 6000 MTS CL30 Corsair Vengeance RGB. Und das ist normalerweise jetzt spätestens der Punkt, wo Systemintegratoren immer so ein bisschen, ja, in die Ramschkiste reingreifen oder irgendwas verbauen, wo ich jetzt sage, oh, das geht besser. Aber das ist 6000 MTS RAM, 32 GB CL30. Das ist genau das, was wir immer empfehlen, wenn wir jetzt so ein 7800X3D-System haben. Intel kann da noch schneller, aber das ist schon über der Spezifikation von Intel, haben wir ja eben gesehen, was der unter DDR5 offiziell unterstützt. Ist schon nice. Natürlich müsst ihr jetzt halt IQ installieren, um die RGB-Beleuchtung zu steuern. Ja, wer das nicht mag, das ist euer Ding. Aber rein technisch gesehen kann man machen. Achtet nur ein bisschen drauf, die Dinger, die gibt es einmal mit AMD Expo und Intel XMP. Es ist relativ Latte, wo ihr jetzt was draufsteckt. Das funktioniert definitiv. Nur es gibt halt einen Preisunterschied von 2 Euro. Das hier ist jetzt der passende mit Intel XMP 3.0. Und der kostet 124,98 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 Super, 12 GB, Hersteller nach Verfügbarkeit. Was für uns jetzt am günstigsten verfügbar ist bei Geizhals, ist die Gainboard GeForce RTX 4070 Super Ghost. Ist eine gute Karte für Full HD und WQHD Gaming. Es kommt ganz darauf an, was habt ihr jetzt für einen Monitor. Habt ihr einen 144 Hz, einen 165 Hz? Teilweise haben die Leute 240 Hz Monitore mit WQHD. Was auch immer die damit wollen, weil ich persönlich sehe da keinen Unterschied. Dafür wäre die Grafikkarte eher weniger geeignet, es sei denn, es sind E-Sports-Titel. 4K, E-Sports-Titel, was ich gerade auch schon sagte. Aber jetzt AAA-Titel, da alles auf volle Möhre ballern, wird mit der auch nicht so gut funktionieren. Es gibt nicht umsonst noch eine 4080, 4080 Super, 4090 und so weiter auf dem Markt, ne? Schaut euch den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 588,58 € bei Altcomputer bei eBay. Die SSD ist eine 1 TB Samsung 980. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Ist jetzt keine besondere SSD, ist so ein Mittelwert, also die schnellsten packen jetzt unter PCI Express 4 so circa, ja, 7000 MB, noch ein bisschen drüber. Die hat jetzt die Hälfte, reicht für einen Gamer aber dicke. Ob ihr persönlich mit 1 TB klarkommt, überlasse ich euch. In dem Preissegment kann man das durchaus noch machen, klar. Ansonsten konfiguriert euch halt 2 TB rein. Ich mit meinen 3 Spielen, bevor ihr fragt, Overwatch, PUBG und Dead by Daylight, kommen damit easy klar. Wenn ihr jetzt aber mehrere AAA-Titel habt und immer mal wieder was anderes spielen wollt, nehmt eine größere. Die Spiele sind mittlerweile einfach unglaublich groß geworden. Leider. Und die kostet 77,52 € bei ProShop.de. Das Netzteil ist ein 750 Watt MSI MPG A750 GF 80 Plus Gold Vollmodular. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und eben Vollmodular. Leider ATX 2.4. Das heißt, hier wird mit einem Adapter gearbeitet, dass die Grafikkarte Strom kriegt. Sieht nicht so schön aus, funktioniert aber. Mir hätte ein ATX 3.0 Netzteil besser gefallen. Qualitativ kann man da jetzt auch nicht meckern, großartig. Aber wäre halt besser gewesen. Und das kostet 98,78 € bei 0%shop.de, Notebooks billiger oder Amazon. Betriebssystem ist Windows 11 Professional 64-Bit. Haben wir jetzt auch schon wieder öfter gesehen. Windows 11 Pro 64-Bit, aktuelles Betriebssystem. Die Pro-Variante braucht ihr gar nicht mal so als Gamer. Die Home würde reichen. Aber schön, dass es dabei ist. Warum nicht? Und das kostet 38 € bei IT Hardpulse. Beim Service steht noch dabei professioneller Zusammenbau, Betriebssysteminstallation mit neuesten Updates und Treibern. Das ist wichtig. BIOS-Aktualisierung und 24 Stunden Funktions- und Stresstest. Und das finde ich schon krass, wenn sie es wirklich machen. Ich hatte das bisher nur bei Krotos einmal gesehen. Da hatte das wirklich gemacht. Ob er es mittlerweile noch macht, weiß ich nicht. Aber wenn ihr das wirklich so durchziehen, cool. Und was wir auch noch kriegen, sind 3 Jahre Garantie und lebenslanger Service inklusive Pickup und Return. Also 3 Jahre lang, wenn mit der Kiste was ist, könnt ihr denen in den Hintern treten. Der Postbote kommt vorbei, also nicht den Postboten in den Hintern treten, sondern denen. Der Postbote kommt vorbei, holt das Ding ab, sofern er kann. Ansonsten bringt es halt zur Post. Ihr kriegt auf jeden Fall ein Retourenlabel. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, dieses 1 Jahr extra Garantie ist ca. 50 bis 70 € wert. Wollt ihr das später noch abziehen oder lasst ihr es sein? Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.501,67 €. Und das System kostet 1.499 €, runtergesetzt von 1.931 €. Das heißt im Umkehrschluss, obwohl wir die günstigste Grafikkarte genommen haben aus diesem Segment,
dass der PC gegenüber Geizhals günstiger ist, als würdet ihr selber bauen. Und ich hatte CLS schon öfters und ich habe mich auch sehr oft drüber lustig gemacht, weil die bringen auch immer solche Videos auf YouTube, könnt ihr mal gucken, mit so Text-to-Speech-Stimme und irgendwie alles falsch in dem Video und so weiter. Aber das Angebot ist echt sehr, sehr gut. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Es ist günstiger als Selbstbau. Natürlich gibt es Aktions-PCs, sei es bei Dubaro oder sonst wo, wo dann mal so ein PC 200 Euro billiger ist als Selbstbau. Aber das ist auch von der Konfiguration her echt nicht schlecht. Das mit der Wasserkühlung finde ich so ein bisschen schade. Das mit dem Netzteil finde ich auch ein bisschen schade. Aber es funktioniert halt, sofern man alles in seinen Grenzen betreibt, gerade bei der Kühlung. Da ist jetzt kein grober Schnitzer drin wie so ein Micro-ATX-Board oder 4800 MTS-RAM oder so eine 500 GB SATA-SSD oder so. Nichts. Das ist alles in Ordnung. Deswegen, wenn ihr ein System sucht in der Preisklasse und mit Intel Nvidia klarkommt, dann könnt ihr euch den ruhig so bestellen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Und ich meine, selbst wenn ich was dagegen hätte, ihr könnt mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Aber das ist echt ein gutes Angebot. Ich zeige euch dazu jetzt natürlich auch keine Alternative. Wozu? Weil, gut, es gibt bestimmt irgendwo im Internet ein super Angebots-PC oder so, wo man sagen könnte, yo, da sparst du noch ein bisschen. Aber ich finde das einfach nur fair. Lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Gerade auch die, die jetzt öfters zuschauen, auch schon Videos zu CLS von mir gesehen haben. Ob euch das jetzt genauso verwundert wie mich. Weil ich finde es echt krass. Denkt dran, Däumchen nach oben da zu lassen. Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.